Du möchtest wissen, wie du einen dünnen DNS-Dienst auf deinem Raspberry Pi installieren kannst? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du zum einen diesen Dienst auf deinem Raspberry Pi installieren kannst, aber auch, wie du ihn so konfigurierst, dass du ihn mit einer kostenlosen Domain nutzen kannst. Aber ich zeige dir auch, wie das Ganze mit einer eigenen Domain, also sowas wie zum Beispiel apfelcast.com, funktioniert. Also, ich würde sagen, legen wir doch direkt mal los. Für alle, die sich nun fragen, was ist dünn DNS überhaupt? Den würde ich empfehlen, ihr schaut euch einfach mal mein Video zu dem Thema Fritzbox und dünn DNS an, da habe ich das Ganze ein bisschen genauer erklärt. Kurz zusammengefasst, ihr braucht diesen Dienst einfach, wenn ihr von außerhalb, also vom Internet aus, auf euren Raspberry Pi oder zum Beispiel eure Nextcloud zugreifen möchtet. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso solltet ihr dünn DNS auf einem Raspberry Pi konfigurieren und nicht euren Router dafür nutzen? Nun, die Antwort dafür ist grundsätzlich eigentlich mal ganz einfach. Nicht jeder Router unterstützt dünn DNS. Die meisten Fritzboxen tun das, aber viele Modems und Router, die ihr eben von Anbietern bekommt, wie Unity Media, 1&1 und wie sie alle heißen, die unterstützen diese Funktion nicht und dann kann es schon mal ganz eng werden. Mit der Raspberry Pi Lösung seid ihr eben hier vom Router und vom Hersteller komplett unabhängig und ihr könnt so sicherstellen, dass das Ganze auch zuverlässig funktioniert. Nun, was braucht ihr alles für dieses Tutorial? Als erstes benötigt ihr natürlich einen Raspberry Pi mit dem Standardbetriebssystem Raspbian. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, welche Raspberry Pi Modelle sind hiermit kompatibel? Und hier kommt gleich eine gute Nachricht, hier sind alle Raspberry Pi Modelle damit kompatibel, das heißt, sei es ein Raspberry Pi 1, 2, 3, der neue 4er oder sogar der Raspberry Pi Zero, also dieser ganz kleine Pi für knapp 10 €, alle funktionieren hier für diese Anwendung. Was hier auch sehr praktisch ist, ist, dass dieser Dienst, dieser dünn DNS-Dienst auf eurem Raspberry Pi eigentlich kaum Ressourcen benötigt. Das heißt, ihr könnt den ohne Probleme zusammen mit anderen Anwendungen auf eurem Raspberry Pi laufen lassen. Also wenn ihr beispielsweise schon Nextcloud auf eurem Raspberry Pi installiert habt, ist das gar kein Problem. Übrigens, alle Teile, die ich hier für diese Installation verwendet habe, die habe ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, mit denen funktioniert es auf jeden Fall. Ansonsten solltet ihr natürlich noch sicherstellen, dass der Raspberry Pi dauerhaft läuft, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und hierfür solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Raspberry Pi ein gutes, stabiles Netzteil hat. Auch hierfür findet ihr einige verlinkt. Ansonsten braucht euer Raspberry Pi nur noch Internet, ganz egal ob über LAN oder WLAN. Eine Portfreigabe für dünn DNS alleine braucht der Raspberry Pi nicht. Ich würde sagen, da wir das jetzt nun alles zusammen haben, legen wir direkt mit der Anleitung los. Auf dem Computer angekommen, müssen wir uns natürlich erstmal mit unserem Raspberry Pi verbinden. Hier auf dem Mac geht das direkt mit dem Terminal, bei Windows 10 auch und bei allen anderen Versionen, da benötigt ihr dann einfach das Programm PuTTY. Ja, ich rufe jetzt hier einfach mal mein Terminal auf und verbinde mich jetzt hier mit dem Raspberry Pi, indem ich hier einfach SSH, dann Pi und dann einfach @der IP-Adresse von meinem Pi eingebe. So, einmal hier noch das Passwort. Und schon sind wir hier verbunden. Ganz zu Beginn, das erste, was wir machen, ist natürlich mal die Paketquellen zu aktualisieren. Und das geht als allererstes mal mit sudo apt-get update. Und dann geht es weiter mit sudo apt-get upgrade. Ist das erledigt, können wir auch schon den Dienst für dünn DNS hier installieren. Und das geht einfach hier mit diesem Befehl. Da wird eben hier dieses Programm dd-client heruntergeladen und installiert. Wir bestätigen jetzt einfach die Installation hier einfach nochmal kurz mit Y für Yes und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt hier in der Autoconfig quasi gelandet von dem Programm und wie ihr seht, ist jetzt hier keiner der Dienste angeboten, die wir verwenden möchten. Denn wir nutzen nachher für eine kostenlose Domain NoIP und eben dann für eine richtige Domain eben den Anbieter, wo ihr dann eben eure Domain habt bzw. gekauft habt. Der ist jetzt hier nicht dabei, das ist nicht weiter schlimm. Wir klicken uns hier trotzdem einmal durch, weil wir leider anders nicht weiterkommen. Ich wähle jetzt hier einfach Other aus und bestätige das Ganze einfach hier mit der Tabulator-Taste, dass das ausgewählt ist und dann kommen wir hier direkt auf OK und können weiterklicken. Hier, wie gesagt, wir geben hier gar nichts ein, wir klicken einfach wieder auf Weiter, auch hier direkt einfach nur OK. Auch hier den Username lassen wir weg, auch hier OK, Passwort dasselbe und nochmal und nochmal und nochmal. Und ja, jetzt geht die Installation quasi weiter, denn das machen wir nachher manuell. Geht einfach besser, weil wir hier natürlich, wie gesagt, andere Zugangsdaten haben. Diese besagte Konfigurationsdatei öffnen wir hier nun mit dem Nano-Editor ganz einfach über diesen Pfad hier. In diesem File tragen wir jetzt eben unsere Zugangsdaten ein. Aber wie ihr euch denken könnt, brauchen wir die Zugangsdaten natürlich jetzt erstmal. Und als erstes zeige ich euch mal, wie das Ganze mit einem kostenlosen Dienst funktioniert. Und zwar ist es in diesem Fall hier NoIP. Mit dem habe ich einfach in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht und der ist eben komplett kostenlos.
Das Einzige, was ihr hier beachten müsst, dass ihr eben alle 30 Tage quasi bestätigen müsst, dass ihr diese Domain noch nutzt. Also bekommt ihr einfach eine E-Mail, wo ein Link ist, den müsst ihr einfach kurz anklicken und dort dann eben auf der Website von NoIP bestätigen, dass ihr den Account weiterhin benutzen möchtet. Wie wir jetzt den Account erstellen, das schauen wir uns jetzt hier direkt mal auf der Seite von NoIP an. Dafür surfen wir einfach hier mal noip.com an und dann sind wir auch schon hier auf der Seite und können uns jetzt registrieren. Hier etwas weiter unten seht ihr auch schon den Bereich, in dem wir jetzt unseren eigenen Hostnamen erstellen können. Natürlich ist hier, sage ich mal, die Individualisierung ein wenig begrenzt. Dieser hintere Teil, da haben wir hier ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, also der eigentlichen Domain, aber unsere Subdomain quasi, unser Hostname, den können wir hier selber wählen. Also das ist so die Kombination eben. Ich gebe jetzt hier einfach mal Apfel-Server ein, das würde ja ganz gut passen und der scheint auch noch frei zu sein. Und ich sage jetzt einfach mir hier .ddns.net, das klingt ganz gut und ich bekomme keine Meldung, dass er vergeben ist, also ist er noch frei. Dann klicken wir einfach mal auf Sign Up. So, hier muss ich jetzt noch ein paar Daten eintragen. Als erstes natürlich meine E-Mail-Adresse. Dann muss ich hier noch ein Passwort vergeben, das mache ich auch noch ganz kurz. Und natürlich könnte ich jetzt hier nochmal meinen Hostnamen auch ändern. Hier unten seht ihr auch nochmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier eben bei Enhanced DNS, da müsst ihr ja 25 Euro im Jahr zahlen, das geht noch. Aber im Endeffekt, das, was wir hier bei Free DDNS haben, das reicht uns vollkommen aus. Und man muss halt nur eben hier diese 30 Tage Hostname Confirmation machen, also bestätigen, dass man noch braucht. Aber man kann sogar dann hier drei verschiedene Hostnames, also drei verschiedene, das hier, also Subdomains sind es ja eigentlich, dafür nutzen, ohne Probleme. So, natürlich AGB akzeptieren wie immer, Newsletter brauche ich jetzt nicht und dann gehen wir hier einfach mal auf Free Sign Up. So, jetzt bekommen wir hier natürlich erstmal noch eine Mail, die müssen wir jetzt noch bestätigen und dann kann es weitergehen. So, wie ihr seht, das Ganze ist jetzt bestätigt und wir haben jetzt hier den ersten Schritt quasi gemacht. Jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen treffen, damit wir den Dienst dann auch richtig nutzen können. Dafür gehen wir jetzt einfach hier auf Get Started with Dynamic DNS. Jetzt werdet ihr hier zu eurem Account-Portal quasi weitergeleitet, zu eurem Profil. Und hier ist jetzt gleich schon die erste Aufforderung, die wir machen müssen, ist mal einen Nutzernamen und Passwort zu hinterlegen, denn das habt ihr vielleicht schon gesehen, das brauchen wir nachher gleich in der Fritzbox. Also klicken wir hier auf Add Now. Als Passwort wird jetzt einfach das hier übernommen, was wir am Anfang schon zur Login, quasi zum NoIP-Portal hier vergeben haben. Und jetzt können wir hier noch einen Usernamen hinzufügen, indem wir hier auf Add Username klicken. Der Einfachheit halber nehme ich jetzt hier einen Nutzernamen, der recht ähnlich meines Hostnames ist, dann kann man sich den ganz gut merken. So, und dann klicke ich jetzt hier einfach auf Save. Hier wird man jetzt noch aufgefordert, dass man auch noch Security Questions hier unten hinzufügen soll, wenn man sein Passwort vergessen hat und sowas. Kann man machen, aber für unseren Schritt reicht jetzt das hier soweit eigentlich aus. Wenn ihr nun eure Zugangsdaten habt, dann können wir die jetzt hier in der Konfigurationsdatei eintragen. Natürlich ganz wichtig, alle Befehle, die ich euch hier in diesem Video zeige, die findet ihr natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Dann könnt ihr das Ganze euch auch einfach direkt kopieren. Das erste, was wir mal anpassen, ist hier das Protokoll, was nämlich ziemlich praktisch ist. Das NoIP-Protokoll wird hier direkt out of the box von dem DD-Client hier unterstützt. Also tragen wir hier einfach NoIP ein. Als nächstes müssen wir noch einen Parameter hinzufügen und zwar ist dieser einfach Use und dann ist gleich Web. Danach tragen wir jetzt hier die zugehörige Web-URL ein und dann als nächstes passen wir den Server an. Hier tragen wir nun einfach die Update-URL von NoIP ein. Und als nächstes könnt ihr euch jetzt einfach mit den gerade erstellten Zugangsdaten von dem NoIP-Dienst einloggen. Und bei Login tragt ihr jetzt hier einfach den Nutzernamen ein, den ihr gerade erstellt habt. Bei meinem Fall wäre das jetzt einfach Apfel-Server. Und dann als Passwort gebt ihr hier zwischen diesen Anführungszeichen einfach das Passwort ein, was ihr auch eben erstellt habt. Aber Achtung, das wird hier im Klartext angezeigt, also ihr könnt einfach euer Passwort sehen. Als letztes müsst ihr jetzt hier unten noch euren Hostname eintragen, also die Adresse, die ihr eben habt, eure URL. Und in meinem Fall wäre das hier einfach apfelserver.ddns.net. Das Ganze können wir jetzt einfach einmal abspeichern mit Ctrl-O und dann den Editor verlassen mit Ctrl-X. Jetzt starten wir einfach hier den Dienst einmal neu, damit auch die Änderungen übernommen werden. Und das machen wir ganz einfach mit diesem Befehl hier. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt wollen wir auch hier einmal testen, ob unsere Konfiguration auch funktioniert, ob wir alles richtig eingetragen haben. Dafür gibt es auch einen Befehl, das ist dieser hier und den schicken wir einfach einmal ab. So, das Ganze hat funktioniert. Wir sehen hier, der hat meine IP-Adresse bekommen. Was hier unten jetzt steht, ist einfach nur Dames gegründet, dass ich das natürlich, bevor ich hier dieses Video aufgezeichnet habe, mal probiert habe, ob das Ganze auch funktioniert. Und wenn man hier eben zu oft die IP-Adresse sendet, dann sagen die, das wäre eben Abuse. Aber das Wichtige ist, wir haben hier keine Fehlermeldung bekommen. Das heißt, das Ganze hat funktioniert.
Nun, wie versprochen, möchte ich euch natürlich auch noch zeigen, wie das Ganze geht, wenn ihr eine eigene Domain haben wollt, also sowas wie apfelcast.com, google.de und so weiter. Dafür benötigt ihr natürlich erstmal einen Dienst, bei dem ihr diese Domain registrieren könnt bzw. kaufen könnt. Und am besten funktioniert im Zusammenhang mit DynDNS hier auf dem deutschen Markt das Ganze eigentlich mit Strato. Und nein, ich werde nicht von diesen gesponsert. Ich habe einfach nur selber die Erfahrung gemacht, dass es gut klappt. Und wenn ihr jetzt hier auf deren Seite seid, dann könnt ihr hier mal auf den Punkt Domain und Mail gehen und dann hier auf Domain. Und dann seht ihr, die Domains sind eigentlich alle nicht teuer. Und weiter unten seht ihr dann eben auch, dass bei denen DynDNS unterstützt wird. Und das Ganze ist wirklich sehr einfach. Ihr habt hier einfach die Möglichkeit, nachdem ihr eure Domain registriert habt, nochmal ein extra Passwort zu hinterlegen, eben für den DynDNS-Zugang. Und dann könnt ihr eigentlich hier auch wieder weitermachen. Hier habe ich euch jetzt mal die Konfiguration gezeigt, die ihr eben für Strato benötigt. Also das Ganze fügt ihr eben auch wieder in der Konfigurationsdatei ein. Da, wo eben wir gerade das mit NoIP eingetippt haben, würdet ihr eben dann das hier eintragen. Ja, und im Endeffekt ist es nichts Besonderes, es ist relativ einfach. Hier bei Login, da müsst ihr einfach darauf achten, dass das eben auch eure Domain ist und hier unten ihr eben nochmal eure Domain reinschreibt und eben das Passwort, das ihr dann speziell dafür eingestellt habt. Dann auch eben den Dienst neu starten, dann könnt ihr das Ganze wieder testen und dann ist das Ganze auch schon registriert. Und das ist auch der Grund, wieso ich jetzt hier diesen DD-Client benutzt habe und nicht zum Beispiel die eigene Software von NoIP, die es auch gibt, denn da seid ihr eben auf NoIP begrenzt und hier mit diesem Client, da ist es eben möglich, Strato oder auch andere Dienste zu nehmen. Ihr müsst eben einfach nur hier diese Daten wie Protokoll und eben den Update-Server wissen. Aber das war's dann auch schon. Jetzt habt ihr eigentlich alles konfiguriert, dass eure IP-Adresse automatisch immer an den DynDNS-Dienst gesendet wird. Natürlich müsst ihr jetzt noch gegebenenfalls einen Port freigeben, je nach Anwendung, die ihr eben damit verwenden möchtet. Ich hoffe, die Einrichtung hat auch bei euch auf Anhieb funktioniert. Sollte dem nicht so sein, dann habe ich euch hier nochmal mein Video zu dem Thema DS Lite verlinkt. Falls ihr also dieses Problem habt, könnt ihr das, wie erwähnt, einfach mal testen, ob es dann bei euch funktioniert. Ansonsten dürft ihr mir natürlich eure Fragen und Anregungen auch sehr gern in die Kommentare schreiben. Darüber hinaus würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo für diesen Kanal freuen, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier an der Seite findet ihr verlinkt noch ein paar weitere Videos zum Thema Raspberry Pi, aber auch zum Thema Fritzbox. Und ganz zum Schluss bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.